Es gibt halt auch Sprachen, die nicht entscheidbar sind. Ja, es existiert eine akzeptierbare Sprache, deren Komplement nicht akzeptierbar ist. Ja, und so eine wollen wir uns jetzt mal konstruieren. Das ist dann zwangsläufig auch eine Sprache, die nicht entscheidbar ist. Das sehen wir dann gleich noch. Und auch das wollen wir uns überlegen, warum das der Fall ist. Die Aussage ist ja, wir müssen jetzt irgendwie eine Sprache nur angeben, egal über welchem Alphabet. Die Aussage ist ja, es existiert eine akzeptierbare Sprache, deren Komplement nicht akzeptierbar ist. So, wir konstruieren jetzt eine und wir nehmen ein ganz einfaches Alphabet dafür. Und zwar betrachten wir eine Sprache oder jetzt Sprachen über einem Alphabet, was nur aus einem einzigen Symbol besteht. Und zwar, wir nehmen jetzt A, ich könnte auch B nehmen, ist ganz egal. Also, Alphabet bestehend aus einem Symbol. Und was ich mache, ich betrachte die Menge aller Turing-Maschinen. Und jetzt muss ich ganz kurz nochmal erinnern, das hatten wir irgendwann auch mal gemacht. Wir haben uns mit abzählbaren Mengen ganz kurz mal beschäftigt. Wann ist eine Menge abzählbar? Abzählbar ist eine Menge, wenn es im Prinzip eine Abbildung gibt von den natürlichen Zahlen auf die Menge m. Und zwar eine surjektive Abbildung, beziehungsweise abzählbar ist eine Menge, wenn ich die sozusagen durchnummerieren kann und auch irgendwie anordnen kann. Ja, wenn ich die irgendwie in so einer Reihenfolge bringen kann. Ja, das können unendlich viele sein. Ich kann eine Abbildung von den natürlichen Zahlen, also ich kann sozusagen jedes Mengenelement mit einer Nummer versehen und kann ich die der Reihe nach aufschreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier auch nochmal vorgeführt habe. Im Skript zum Beispiel sehen Sie, dass die Menge 0,1 oder auch die reellen Zahlen, die sind nicht abzählbar. Die natürlichen Zahlen sind abzählbar oder auch die Zahlenpaare n kreuz n, ich glaube, das hatte ich hier gemacht in der Vorlesung, auch die sind abzählbar. Ja, auch da kann ich sozusagen eine Reihenfolge festlegen, wie ich die durchlaufe und kann die dann sauber durchnummerieren. Die Frage ist, wie viele Turing-Maschinen gibt es? Und ist die Menge der Turing-Maschinen, ist das eine abzählbare Menge? Schwierige Frage. Abzählbarkeit der Turing-Maschinen, beziehungsweise nicht der Turing-Maschinen, sondern der Menge aller Turing-Maschinen. Also, es gibt unendlich viele Turing-Maschinen und ein Gedanke, der uns bei dieser Frage hilft. Wir hatten im Zusammenhang mit dieser universellen Turing-Maschine, da hatten wir die Gödelisierung eingeführt. Und die hatten wir eingeführt, dass wir eine Turing-Maschine kodiert haben, mithilfe der Zeichen aus dem folgenden Alphabet. Da hatten wir Alpha, Beta, Lambda, Rho, A und einen Strich. Mithilfe dieser sechs Symbole haben wir eine Turing-Maschine kodiert. Die haben wir so zeilenweise aufgeschrieben, diese Übergangsfunktion. Und hier mit Alpha, Beta haben wir neue Zeilen bzw. Trennzeichen gehabt. Lambda war für einen Schritt nach links, Rho war für einen Schritt nach rechts. Die Striche haben wir benutzt, um sowohl Zeichen als auch Zustände zu kodieren. Ja, und um anzudeuten, dass wir ein Zeichen haben, die haben wir einfach fortlaufend nummeriert, die Symbole und Zustände. Ja, Q0 beispielsweise war immer der Haltezustand. Ich glaube, das Blank war immer 1 oder 0, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. So, und mit A haben wir gekennzeichnet, dass die nächste Folge von Strichen, dass das ein Zeichen ist. Und dann haben wir, dann kann ich nochmal ganz kurz, das können wir uns nochmal anschauen, bei den Turing-Maschinen, die universelle Turing-Maschine, hier Beispiel Gödelisierung. Da haben wir dann eine Turing-Maschine mithilfe dieses Wortes hier kodiert. Ja, das war irgendwie die kodierte Darstellung letztendlich der Übergangsfunktion einer Turing-Maschine. So, und wenn wir jetzt sagen, wir haben immer nur diese sechs Zeichen, dann könnten wir, also Alpha, Beta, Strich, A, Lambda und Rho kommt hier gar nicht vor, weil wir nirgendwo nach rechts gehen in der Turing-Maschine. Ja, wir gehen immer nur nach links, nach rechts gehen wir nicht, also kommt das Rho nicht vor. Und wenn wir jetzt für das Alpha die Ziffer 1 nehmen, für das Beta die Ziffer 2, für den Strich beispielsweise die Ziffer 3, für Lambda die Ziffer 4, für Rho die Ziffer 5, für A die Ziffer 6. Genau. Ja, und wenn wir jetzt einfach statt dieser Zeichen, die wir hier haben, diese Ziffern hinschreiben,
Dann steht hier eine Folge der Ziffern 1 bis 6 und das Ganze zusammengelesen ist eine große Zahl, eine natürliche Zahl. Die ist fürchterlich groß, keine Ahnung, 30 Stellen, ich weiß nicht, wie viele das jetzt hier sind, ja, aber es ist eine natürliche Zahl. So, mit dieser Überlegung im Hinterkopf können wir eine Turing-Maschine auch als eine einzelne Zahl darstellen. So, und natürlich ist nicht jedes n die Gödelzahl einer Turing-Maschine, aber wir können jetzt zumindest eine Abbildung formulieren von den natürlichen Zahlen auf die Turing-Maschinen, und zwar wie folgt. Und zwar wird n abgebildet auf m unten n, falls g von mn gleich n. Also g war die Funktion, die das Gödelwort berechnet, jetzt in dieser kodierten Form, wie wir sie gerade benannt haben. Und wenn das n, was wir uns jetzt hier nehmen, kein Gödelwort, keine Gödelzahl ist, ja, dann nehmen wir irgendwie so eine triviale Turing-Maschine, die einfach nur ein Blank schreibt und sonst nichts macht. Ja? Und damit können wir jetzt sozusagen diese Turing-Maschinen, damit haben wir sie abzählbar gemacht. Ja, einfach letztendlich aufgrund dieser Gödelisierung. Es gibt unendlich viele, aber wie können Sie sozusagen der Reihe nach aufführen, indem wir uns einfach die Gödelisierung angucken und dann können wir die sozusagen hinschreiben. Da gibt es am Anfang ganz viele Lücken, sozusagen, wenn ich durchlaufe von 1, 2, 3, 4, 5, also die natürlichen Zahlen durchlaufe. Ja, aber prinzipiell ist es möglich. So, und jetzt waren wir, genau hier. So, und was wir jetzt, und das brauchen wir halt an dieser Stelle. Das ist eine abzählbare Menge. Das kann ich mal hier, das brauche ich hier nicht mehr, das kann ich mal wieder wegmachen. Also diese Menge aller Turing-Maschinen ist abzählbar. Und diese Abzählbarkeit bedingt, sodass wir die Turing-Maschinen, können die also einfach der Reihe nach hinschreiben. Das ist die Folge der Abzählbarkeit. So, und die gucken wir uns jetzt an, diese Folge von Turing-Maschinen. Und zwar gucken wir uns jetzt an, zu jeder Turing-Maschine gibt es ja auch eine Sprache, die diese Turing-Maschine akzeptiert. Also zu jeder dieser Turing-Maschinen MI gibt es eine jeweils akzeptierte Sprache, L von M und ein I. So, und jetzt gucken wir uns eine ganz spezielle Sprache an. Und zwar die folgende Sprache, L. Das ist quasi die Sprache aller Zahlen, A auch I. Ja, A ist ja einfach nur sozusagen ein Symbol. Uns interessiert eigentlich das I hier oben. Ich hätte auch irgendwie Striche nehmen können, aber ich habe halt jetzt irgendwie A genommen. Und zwar, was soll dafür gelten? Also I soll einmal größer als 1 sein. Und die Zahl I soll Element sein der Sprache L von MI. Also dieses I, wenn das enthalten ist in der Sprache oder akzeptiert wird von der Turing-Maschine M und ein I, das ist jetzt wirklich das gleiche I hier oben, ja, dann ist das sozusagen ein Element dieser Sprache. So, und jetzt gucken wir uns dazu an, wie sieht denn das Komplement dieser Sprache aus? Und für diese Sprache werden wir jetzt zeigen, also A, dass sie einerseits akzeptierbar ist, und wir werden auch zeigen, dass das Komplement dieser Sprache nicht akzeptierbar ist. Weil das ist das, genau das, was wir zeigen wollen. Ja, es existiert eine akzeptierbare Sprache, deren Komplement nicht akzeptierbar ist. Das schreibe ich einfach mal hier hin. Auch die sieht fast genauso aus. A auch I. I größer 1 und A, I halt gerade kein Element von L, MI. So, wir machen das Ganze als Widerspruchsbeweis. Das ist eine höchst artifizielle Sprache, ja, aber sie zeigt uns, oder sie ist ein Beispiel dafür, für genau diesen Sachverhalt, dass halt das Komplement nicht akzeptierbar ist. Und das zeigen wir jetzt durch einen Widerspruch. Angenommen, diese Sprache oder das Komplement der Sprache, sprich L quer, ist akzeptierbar. So, wenn das der Fall ist, wenn das hier eine akzeptierbare Sprache ist, dann muss es dafür eine Turing-Maschine geben. Das heißt, dann gibt es in der Anordnung der Turing-Maschinen TM, also diese Anordnung, die wir hier oben haben, dieses Ding hier, da muss es jetzt eine Turing-Maschine draus geben,
Beispielsweise die Turing-Maschine mit dem Index K. Also es gibt dann einen Index K, sodass L-Komplement akzeptiert wird von der Turing-Maschine M und ein K. Ja, also L-Komplementgrad, die von der Sprache MK akzeptierte Sprache ist. Das ist erstmal nichts Spektakuläres. Und jetzt gucken wir uns ein spezielles Wort an, und zwar das Wort bestehend aus A hoch K. Genau dieses K hier. Ja, gucken wir uns das mal an. Auch das machen wir quasi wieder, indem wir jetzt wieder sozusagen einen Widerspruch herleiten. Ja, also für A hoch K gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es liegt in der Sprache L drin oder in der Sprache L-Komplement. Wenn A hoch K Element von L-Komplement ist, dann ist A hoch K aber auch ein Element von L von MK, ja, weil das war ja gerade die Turing-Maschine, die die Komplementsprache akzeptiert. Ja, und wenn das Wort da drin ist, dann wird es auch von dieser Turing-Maschine akzeptiert. So, wie hätten wir die Sprache L definiert? Die Sprache L hatten wir so definiert, die besteht aus allen A auch I, sodass A auch I gerade in L, M und ein I ist. Und jetzt haben wir hier, A auch K ist gerade nicht in L, und jetzt liegt es aber doch in L. Weil das hier sagt aus, dass A auch K ein Element von L ist. Das haut natürlich nicht hin. Nach Definition von L ist dann aber A auch K in L. So, und das ist natürlich ein Widerspruch. Ja, einerseits liegt es in L-Komplement und jetzt liegt es gerade in L. Haut nicht hin. Und zweite Überlegung, wenn A hoch K in L liegt, dann ist A hoch K kein Element von L-Komplement. Und L-Komplement ist gerade die Sprache M und ein K. So, und auch hier wieder, A hoch K ist in der Sprache L drinne. Das heißt, dieses Wort wird von der Turing-Maschine M und ein K akzeptiert. Und hier steht gerade drin, es wird nicht akzeptiert. Auch das ist wieder ein Widerspruch. Ja. Den kriegen wir da auch nicht weg, den Widerspruch. So, alle Möglichkeiten haben wir durchforstet. Wir waren gestartet mit der Annahme, L oder Komplement L ist akzeptierbar. Das heißt, die ursprüngliche Annahme, so, L ist nicht akzeptierbar. So, was wir jetzt noch zeigen müssen, damit wir das Ganze hier als erledigt abhaken können, wir müssen zeigen, dass diese Sprache L, die wir uns angeschaut haben, dass sie selbst akzeptierbar ist. Ja, das wollen wir gerade tun. Das heißt, dafür müssen wir jetzt eine Turing-Maschine angeben, die genau dieses tut. Ja, okay, wie machen wir das? Das war Arbeit, die wie folgt. Wenn wir ein A hoch I da reingeben, ja, dann müssen wir prüfen, ist das Wort in der Sprache drin oder nicht. Bei Eingabe von A hoch I ermittelt die Turing-Maschine zunächst die zugehörige Turing-Maschine M und ein I. So, und was wir jetzt machen, jetzt wenden wir die universelle Turing-Maschine an. Anwendung von MI auf A hoch I. So, und gucken wir uns einfach an, was passiert, wenn die Maschine jetzt losläuft, diese universelle Turing-Maschine. Wenn A hoch I aus L ist, in dem Fall würde ja die Maschine MI oder die simulierte Turing-Maschine MI angewandt auf A hoch I anhalten. So hält MI, so hält das Ding an. Und in anderen Fällen halt nicht. Ja, wenn A hoch I kein Element aus L ist, dann hält auch M und ein I nicht an. So war diese Sprache L genau konstruiert. Ja, und das heißt, auf diese Art und Weise hält genau bei Eingabe von A hoch I Element aus L an. Sonst nicht. Ja, und das ist aber auch genau die Bedingung für die Akzeptanz der Sprache L. Das ist jetzt keine besonders schöne Sprache, mit der wir uns auseinandergesetzt haben, aber wir haben zumindest jetzt erstmal ja, nicht konstruktiv eigentlich gezeigt,
dass wir eine Sprache haben, die sowohl akzeptierbar ist, die aber nicht entscheidbar ist. Oder deren Komplement nicht akzeptierbar ist, Entschuldigung.